So, der Shampoo wird geköpft. Erster Abend vorm Haus im eigenen Wohnmobil. Eine schöne Brotzeit, ein Gläschen Sekt, ein Gläschen Wein. Und dann werden wir heute den Tag so langsam ausklingen lassen nach den ganzen Geschehnissen. Gleich fliegt der Korken. Ja, das ist doch schön gemütlich schon. Heizung läuft, ist noch ein bisschen frischlich. Naja, Hundi hat auch seinen Platz gefunden, den geht es wieder ein bisschen besser. Jo, und jetzt setzen wir uns mal hier hin und werden uns mal ein Gläschen Champagner gönnen. Winzersekt. Winzersekt. Winzersekt, kein Champagner. Schmeckt aber manchmal besser als Champagner. Winzersekt. So, dann auf gute Reisen, ohne Unfälle, Gesundheit und ja, was noch? Handbreit Wasser unterm Kiel. Handbreit Wasser unterm Kiel, naja. Ist beim Wohnmobil jetzt vielleicht nicht so angesagt, aber viele schöne Stunden ohne Unfall. So. Prösterchen, ihr Lieben. Kann man trinken. So geht doch. Prösterchen nochmal. Wir haben die Heizung angeschmissen und machen es uns jetzt schön gemütlich in unserem schönen Wohnmobil. Cool. Erster Abend im Wohnmobil, im eigenen. Kein gemietetes, ein eigenes. Das ist so geil. Wenn nicht alles heute so scheiß traurig gewesen wäre, wäre es richtig schön. Aber trotzdem machen wir es uns jetzt ein bisschen schön gemütlich und genießen unseren ersten Abend und trinken jetzt ein Sektchen und machen eine schöne Brotzeit. Gell? Ja. Und dann werden wir heute, glaube ich, nicht alt. Wir sind fertig. War ein sehr anstrengender Tag. Mit sehr viel Emotionen. Aber die Heizung ist gut. Die macht schon mal warm. Also das lässt sich hier drinnen aushalten. Was mich jetzt schon ein bisschen stört, ist dieses Licht. Also das werden wir wohl nicht allzu oft anhaben. Eigentlich weil das mir... Ach so, man muss das verdrehen. So rum. Gucke. Wisst ihr? So geht schon. Wollte gerade sagen, weil das blendet ja total. Naja, schon mal wieder eine Sache rausgefunden. Michael sitzt da so ein bisschen eingefärbt. Das nächste Mal in Modelo. Ja, wir haben heute gesagt, das nächste Auto, als wir beim Herrn Wendisch waren, wird dann ein Morello. Weil er verkauft ja Morelos und hatte da vor, unter unserem Vertrag, hatte er ne, einen anderen Vertrag oder Rechnung zu liegen. Was war es? 311.000? 311.000? Feine Sache. Aber die Dinger sind mir einfach zu groß. Also, so ein großes möchte ich gar nicht haben. Aber 311.000. Und dann hat er gesagt, davon hätte er wie viel? 7 oder so verkauft, ne? 7 oder 8 Stück. Wahnsinn, ne? Aber wir sind mit unserem Kleinen auch jetzt erstmal zufrieden. Der ist schon schnuckelig. Ich finde ihn schön. Du sitzt halt ein bisschen komisch da, aber du könntest auch deine Füße ausstrecken. Ja, die Ohren legen. Sind so aus dem Weg. Hinter die Ohren legen. Ja, komm, hier müssen wir ein bisschen Yoga üben. Mach doch die Füße da hoch. Nee, ist doch gut. Alles gut. Das sieht ein bisschen komisch aus, wie du da sitzt. Ja, ich kann es mir nicht. Bequem sieht es nett aus, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben schon mal festgestellt, was problematisch ist. Er
Aber kann sie den Sitz nicht ein Stück höher machen vielleicht? Nee. Also er sitzt jetzt eigentlich zu weit unten, also der Tisch ist zu weit oben, und wenn man jetzt aber den Tisch wiederum ein Stück runter macht, dann hat derjenige, der hier sitzt, ein Problem, weil er dann eingefercht ist. Also ist ein bisschen komisch. Am besten sitzt man eigentlich, wenn einer sich da hinsetzt und einer hier ist. Das wird das Beste sein. Kriegst du die Beine überhaupt da runter? Probier mal. Ich will hier heute Abend noch raus. Stehst du? Schon wieder. Der Dingoer bin bei jeder, ne? Der Heizungsbauer. Mhm. Also ich finde unser Wohnmobil total schön. Ich habe auch heute, wo wir bei dem Herrn Wendisch waren, so gedacht, als wir die Einweisung gekriegt haben, ist das richtige Wohnmobil. Also ich finde es nach wie vor gut, und ich glaube, es ist auch doch mehr Stauraum, wie ich eigentlich gedacht habe. Weil wir da oben nämlich auch noch jede Menge Stauraum haben, und dann sind auch noch da die Fächer oben drüber. Das finde ich auch gut, das habe ich damals gar nicht gesehen. Kannst du Handy alles reinlegen da oben, oder eben Karten oder Bücher, und da oben ist auch noch mal jede Menge Platz, wo man was hinlegen kann. Also ich glaube, das reicht. Also für uns beide reicht das total. Hundi hat auch schon seinen Platz gefunden. Alles gut. Gott sei Dank geht es dem besser. Hoffentlich. Ja, hoffentlich haben wir heute mal eine ruhige Nacht. Das war ja furchtbar die letzte Nacht, und vom heutigen Morgen möchten wir auch nicht mehr sprechen. Haben heute genug geweint und getrauert. Es wird auch noch ein paar Tage dauern, aber heute Abend wollen wir auch jetzt ein bisschen unser schönes Wohnmobil genießen. Oh, das ist so geil, ey. Das ist so geil. Ich muss doch überall mal gucken, was alles hier so gibt. Unser erstes Wohnmobil. Hier ist auch nochmal so eine Stauraumfläche. Schuhe oder vielleicht auch Flaschen. Mal gucken. Unser erstes eigenes Wohnmobil, das ist echt schön. Oh, ich habe so lange drauf gewartet. Das ist so toll. Doch, echt cool. Ich finde es gut. Das Einzige, was ich jetzt ein bisschen blöd finde schon, das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil gerade die Kamera da drauf steht, weil ihr steht nämlich gerade auf der Küche, ihr lieben Zuschauer, dass die Küche hier an der Seite nicht noch so eine Klappe zum Hochklappen hat, wo man ein bisschen die Arbeitsfläche verlängern kann, weil also in der Küche ist eigentlich sozusagen null Arbeitsfläche. Das heißt, es wird sich sehr viel auf diesem Tisch hier abspielen. Was jetzt auch nicht so schlimm ist, weil den kann man ja auch noch ein Stück nach vorne ziehen, und von der Küche von hier bis hier ist er nicht weit. Also denke ich mal, das wird schon gehen. Aber das hätten sie eigentlich irgendwie, anstatt des Griffes hier zum Einsteigen, hätten sie da vielleicht lieber so eine Klappe gemacht. Ich bin mal gespannt, wie wir mit allem klarkommen. Aber es ist schön. Ich fühle mich schon mal wohl. Und das ist das Wichtigste. Wir machen heute Camping in der Seeaue vorm Haus. Tja. Unser erster Stellplatz. Unser erster Stellplatz bei minus 10 Grad draußen. Sitzen wir jetzt hier und genießen unser kleines Abendbrot. Unser Appetit war heute nicht so sehr groß. Und werden uns jetzt ein bisschen hier den Käse und die Salami reinpfeifen. Und noch ein Säckchen trinken. Und dann werden wir es uns heute, glaube ich, gemütlich machen in der Koje. Hoffentlich können wir heute mal Nacht schlafen. Also die letzte Nacht war ja meine Güte, ey. Tja, schauen wir mal. So, jetzt essen wir erstmal ein bisschen Abendbrot. Nein.
jetzt einer Mr. Bean oder was?